New York, New York. New York. Sehnsuchtsmagnet für Menschen aus der ganzen Welt. Schmelztiegel der Träume. Diese Stadt muss man einmal im Leben besuchen. Das haben sich auch der XXL-Ostfriese und seine Carmen gedacht. Deshalb schließen sie sich mit ihren Freunden Menno und Conny einer ostfriesischen Reisegruppe an, die die Megacity auf den Spuren ihrer deutschen Vorfahren erkundet. Jetzt musst du aber noch deine Stimme ein bisschen ölen. Die Stimmlage passt so nicht ganz. Ich wollte noch mal ganz vergessen zu fragen, für wen das der erste Besuch in New York ist. Dann würde ich mal... Pickens, das ist ja super. Ja, das gibt mir die Gelegenheit, über alles zu sprechen. Wolfgang Grams aus Oldenburg leitet die Reise und erweist sich als echter Kenner der 8-Millionen-Metropole. Das Viertel, in dem wir uns jetzt bewegen, wurde scherzhaft das Sauerkrautviertel genannt. Und hier sind viele Deutsche hängen geblieben. Unter anderem sind auch viele jüdische Einwanderer hier hingekommen. Und die haben sich immer getroffen im Café Heidelberg. Auch eines der deutschen Nachbarschaften, hier zwischen der 3. und der 2. Avenue. Kaum 20 Minuten unterwegs. Wenn der durchkommt, kriegst du von uns erstmal jeder küssen. Oh. Ja, du fängst an, Fossi. Werden die Ostfriesen schon mit den Tücken des New Yorker Straßenverkehrs konfrontiert. Der Busfahrer bleibt ganz cool. Und Tamme auch. So habe ich noch nie erlebt. Kann er den Spiegel nicht ranklappen? Sensationell. Wenn er vorne durchkommt, ist hinten nie so schlimm. Das gibt's ja wohl nicht. Schön, dass der XXL-Ostfriese nie um einen Ratschlag verlegen ist. Also, sowas gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass er zu Hause auch in einem Monster-Truck unterwegs ist. Aber die New Yorker wissen sich auch allein zu helfen. Auf jeden Fall ist das hier Maßarbeit. Den musst du fotografieren. Seine Mimik ist gut. So, hier rum zu. Seine Mimik ist gut. Ja. Geschafft. Das erste Abenteuer ist bestanden. Unglaublich, unglaublich. Wow, da. 9. Avenue. Und wir sind in der Nähe von einem Stadtviertel, was total hip geworden ist. Reiseleiter Wolfgang hat schon viele Gruppen durch New York geleitet und kennt diese Stadt wie seine Westentasche. Die Ostfriesen wollen hier nicht nur auf den Spuren ihrer Vorfahren wandeln, sie wollen auch deutsche Auswanderer treffen. Und vor allem einen traditionellen Kohl- und Pinkel-Pilgergang mit Bollerwagen durch den Central Park machen. Dazu müssen im Supermarkt erst einmal die notwendigen Utensilien besorgt werden. Nur, wo ist der Supermarkt? Ist ja alles so groß und unübersichtlich hier. Das ist gar nicht so einfach, die richtige Witterung zu kriegen hier. Nach Fisch habe ich nicht gerochen. Fisch mag ich gar nicht so gehen. Makrele schmeckt nicht so gut. Zum Glück isst man Grünkohl ja nicht mit Makrele. Hier geht's auch nicht darum, Kohl zu finden, den man am Ende kocht. Die Reisegruppe will ein paar Pflanzen kaufen, um den Bollerwagen damit zu schmücken. So ist es Ostfriesentradition. Die Auswahl scheint noch nicht auf hundertprozentige Zustimmung zu stoßen. Dann Stiel dran. Habt ihr nicht einen riesen Rettich? Ein Rettich oder was? Nee, wir können auch eine Gurke nehmen. Ja, wir müssen ja eben sein, dass wir was kriegen hier, nicht? Das nützt ja nur auch nichts. Nein, irgendwie ein bisschen was und eine Palme müssen wir haben. Am schönsten wäre natürlich eine Grünkohlpalme. Wir brauchen Besenstiel. Zur Not bastelt man sich eben, was man braucht. Tammes Kreativität sind jedenfalls keine Grenzen gesetzt.
Aber zum Glück hat der nette Verkäufer noch ein paar pralle Köpfe im Lager gefunden. Auch Reiseleiter Wolfgang ist überzeugt von dem Angebot. In ostfriesischer Tradition soll der Rundgang durch den Central Park das Abendessen einleiten. Grünkohl mit Pinkel, versteht sich. Aber das muss oder will sich die Reisegruppe erst erarbeiten. Dann kann's ja jetzt losgehen. Bleibt zu hoffen, dass alle wieder rechtzeitig zueinander finden. In dem 3,5 Quadratkilometer großen Central Park kann man sich nämlich leicht verlaufen. Und außerdem ist an diesem sonnigen Nachmittag auch ganz schön was los. Dank Reiseleiter Wolfgang haben sich alle wieder getroffen, um nun gemeinsam ein Stück ostfriesischer Kultur in der Weltstadt zu verbreiten. Bei mir? Ja. Also mal gucken, ob die Schätzelein das überhaupt alles hinkriegen. Nein, das kriegen wir nicht hin, aber das macht er nicht. Hier können wir gleich etwas zwischenstecken. So, der ist mal weg. So, scheiße. So, das ist wunderbar. Soll ich da jetzt blättern? Bevor es losgeht, werden die Trophäen aufgerüscht. So, und jetzt machen wir den. Hey, das sieht auch schon gut aus. So. Und hiermit ist der Grünkohlpfad eröffnet. Ja. Sie hat das Band durchschnitten. Ist gut? Ja. Toll. Fertig. Und los. Und du willst kein Alter. Der Trupp zieht los. Die coolen New Yorker nehmen's gelassen. Bei nächster Gelegenheit zeigt sich dann die eigentliche Mission der Gruppe. Ampler deutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten dann Land. Offenbar möchte man die Metropole am Hudson River mit deutschem Liedgut überschwemmen. Ampler deutschen Strand, sind die Fische im Wasser. Noch steckt die Mission in den Kinderschuhen, aber es bleiben ja noch 3 Tage, um auch musikalisch Spuren zu hinterlassen. Hochzeitsreise. Weiter geht's. Zu Hause in Ostfriesland sind offenbar die meisten Vögel ausgeflogen. Eine fast unwirkliche Ruhe überdeckt den Hankenhof. Kein XXL-Ostfriese, der Dampf macht. Keine Carmen, die Pferde trainiert. Pferdemädchen Becky und Bürokraft Tatjana kümmern sich um die Daheimgebliebenen. Ja, Fräulein. So, Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. In dieser himmlischen Ruhe haben einige Fohlen das Licht der Welt erblickt. Becky und Tatjana sind mittlerweile gut eingespielt und haben ihre täglichen Aufgaben wie Füttern oder die Verabreichung von Wurmkuren selbstständig im Griff. Eigentlich auch mal ganz schön, wenn Chef und Chefin nicht da sind. Jetzt krieg Mama wieder Haue. Du bist mir ja eine kleine Ziege. Ey, hier nicht mich hauen. Das finde ich nicht gut. Die Grünkohltruppe hat es mittlerweile nach New Jersey verschlagen. Hey, mach den Morgen nicht kaputt mit den schönen Grünkohl. Können wir noch Suppe vergessen. Wo ein festliches Abendessen mit deutschen Auswanderern ansteht. Bei Bier und Wein kommt man sich schnell näher. Und kulturelle Unterschiede sucht man hier vergeblich. Warum müsst ihr denn eigentlich kommen, wenn wir so einen schweren Winter haben? Wenn 10 Leute an der Stange hängen, an der Reling, und einer davon ist Ostfriese, wie findest du das aus?
Wie du das rausfindest? Ja. Das weiß ich auch nicht. An der Nordseeküste. So. Ja. Siehst du, da musst du nach Amerika kommen, um solche Sachen zu machen. Jo, ich höre wohl, wir kriegen noch mehr raus heute Abend. Ja, ne? Bis nachher. Offenbar haben die Auswanderer in den letzten 60 Jahren in Sachen deutsches Liedgut schon sehr gut vorgearbeitet. Wo alt bist du denn, wärst du erfahren? Ich bin mit 15 Jahren alleine über den Ozean gekommen. Ich meine, im großen Schiff und andere Leute mit dabei, ne? Aber das ist ja klasse. Wann hast du denn beruflich hier gemacht? Ich arbeite seit 38 Jahren neben an dem Altenheim. Ja. Betreuer Altenheim. Wir begrüßen aus Deutschland, aus Germany, die pfiffigen Sieben. So, aber jetzt kommen die Profis. Wir wollen euch begrüßen mit einem Potpourri aus der Heimat. Die pfiffigen Sieben sind zwar hier nur mit 5 Mitgliedern vertreten, aber deshalb nicht weniger stimmgewaltig. Wer mitsingen möchte, kann gerne mitsingen. Höhepunkt jagt den nächsten. Tamme wird also die Wahl jetzt verkünden und das ist für den König gedacht. Die Krönung von Grünkohlkönigin und König. Und das ist für die Königin gedacht. Ah, ich habe das in den Griff. Wir sind nun ja den ganzen Weg hier rüber gekommen und ich finde es wunderbar, dass deutschstämmige Menschen hier in Amerika über all die Zeit so wunderbar ihre Sprache gepflegt haben, damit auch ein Stück von der Kultur der alten Heimat hier zusammen hochleben lassen können. Sprache ist Kultur und es verbindet. Amerika ist auch bloß ein Dörp, nicht? Und hier somit sieht man doch, dass alles diese Kleinigkeiten verbinden. Ich finde, heute zusammenzufinden, hier mit einem Teller Grünkohl davor und guten Schluck in eine Kanne, dass es viel mehr wird. Und ich hoffe, dass alle den Weg nach Ostfriesland finden. Wenn ihr alle zusagt, baue ich ein Zelt auf und dann hauen wir eine Sau tot und machen das Beste drauf. Das ist doch mal ein Wort. Hanken Schweine aufgepasst. Außer Schnitzel natürlich. Sauber. Und die New Jersey, New Yorker, Oldenburger Kohlkönigin wird Tamme. Oh nein! Oschi! Oschi! Ich darf dir dein Zepter für dein königliches Reich übermitteln. Dankeschön. Hör mal, so eine Königin, bist du bereit, dich auf diese Liaison einzulassen mit dem zukünftigen König? Ohne Wenn und Aber? Ja. Wir erwarten kleine Kohlkönige in Reihe, das ist ja logisch. Glaube ich nicht. Das kann ich nicht versprechen. Er Kohlkönig wird der Oldenburger New York, New Jersey Kohlkönig 2014. Wollen wir ihn endlich dazu machen, was er ist? So ist es. Unser kleiner König. Unser Kohlkönig. Er weiß noch nicht, was los ist und fotografiert so munter durch die Gegend. Obwohl ihm schon längst die Röte ins Gesicht geschlagen ist. Focki nach vorne. Dass ich dich krönen darf. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Wahnsinn, internationaler Kohlkönig sein zu dürfen. Mit meiner Kohlkönigin.
die auch noch so gut küssen kann. Ja. Weiter geht's mit den musikalischen Gastgeschenken. Die Delegation ist stets ihrem Auftrag verpflichtet. Wie es aussieht, sind die deutschen Vertreter in New York schon seit Jahren in gleicher Mission unterwegs. Gemeinsam wird man sicher gehört. Nachdem die Gruppe sich musikalisch einigermaßen verausgabt hat, gibt's endlich was zu essen. Grünkohl satt. Den lieben die deutschen Auswanderer in New York genauso wie die Ostfriesen. Lecker. Mit Kassler und Pinkel, wie es sich gehört. Und zur Verdauung des Ganzen gibt Grünkohlkönig Focki eine Runde Schnaps aus. Mit dem Ammerländer Zinnlöffel. Um diese Verköstigung nach alter Tradition kommt keiner herum. Ob's schmeckt oder nicht. Kennen Sie das Metallalter des Mannes? Metallalter? Ja. Nein. Hat er Gold in den Zähnen? Silber in den Haaren und Blei in den Knien. Ja, genau. Die Stimmung erreicht ihren Höhepunkt. Doch bevor man sich verabschiedet, wird noch... Na, genau. Der Abend war lang. Aber New York ist ja bekanntlich die Stadt, die niemals schläft. Also geht's nach einer kurzen Nacht gleich weiter im Programm. Das Ziel? Die Freiheitsstatue und Ellis Island. Aber der XXL-Ostfriese will vorher noch etwas erledigen. Darf ich mal sagen, bist du Tanja? Mein Chef. Deine auch? Oha, Tanja. Der 70er zwei. Hallöchen! Na, ihr Mädels, wie sieht's aus bei euch? Habt ihr alles im Griff? Ja, natürlich. Ja? Ich höre hier ganz schlecht. Ja, wir verstehen hier auch... Wir verstehen hier auch nichts. Ist alles gut mit den Fohlen? Die sind alle super drauf. Ja, super. Du, wir sind jetzt auf dem Schiff. Carmody hat ein Schiff vorher genommen. Wir haben den verpasst. Und jetzt sind wir auf dem Schiff und hier fahren zur Freiheitsstatue. Ja, morgen Nachmittag sitzen wir schon wieder im Flieger nach Hause. Heute Nachmittag? Wir haben schon Nachmittag. Wir haben gleich schon wieder Feierabend. Ja, ihr habt schon gleich wieder Feierabend, nicht? Ja. Habt ihr das gut? Bei uns fängt das Leben erst an. Aber schön. Du, dann mach keinen Scheiß. Seid lieb. Hallo, wie ist denn das Wetter bei euch? Nee. Bis nachher. Bis morgen. Übermorgen. Übermorgen. Ich muss immer zeitversetzt denken. Nee, Kinder? Alles klar. Haut rein. Tschüss. Ja, tschüss. Was war das denn jetzt mit Telefon? Die haben eine Zeitverschiebung. Die haben auch irgendwie komplett was anderes verschoben. Nicht so streng, Mädels. So. Alles drauf. Alles gesund. Ist ja noch früh am Morgen. Das passt. Der Rest der Reisegruppe hat schon übergesetzt. Tamme kommt mit Reiseleiter Wolfgang nach.
Mit Eiffelturm und dieses Ding, das ist das Einzige, was dir immer wieder in den Kopf kommt. Ne? Das ist so. Ansonsten kommt heute Morgen nicht allzu viel in den Kopf. Ein bisschen durchpusten, dann geht's vielleicht wieder. Ankommen wie Einwanderer im vorletzten Jahrhundert. Ellis Island war die Insel, die von den Schiffen aus Übersee angelaufen wurde. Früher war hier die Sammelstelle für alle Immigranten in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Heute sind Insel und Gebäude ein Museum. Zwischen 1892 und 1954 passierten etwa 12 Millionen Einwanderer die ehemalige Behörde. Kriegt ihr das im Antwort? Wieder 2000 Dollar hätte er damals gekostet. Ja, täglich. Früher ein Vermögen. 5000 am Tag. 5000 Menschen wurden hier täglich abgefertigt. Das mal der Kapitän, sagt, die Pfeifen ankicken, die rüberkommen denen, dann müssen sie gesund wesen. So, und den Hans Läden ob Schip, wenn hier ein bisschen krank und klapprig und wenn wir so ob Schip wäre, entweder schaffen sie es nach Husen oder sie werden weg. Und den Hans Geld meist ob. Geld wie ob. Er spart es, alles wird weg. Da kann man schon mal ins Nachdenken kommen. Da muss ich auch rintrecken, denn es ist noch nicht so viel los. Die Stadt wird lötschert. Dann landen wir dort. Ne? Aber wir sind noch viel rübergekommen, die Kinder nicht in den Krieg haben wollen. Ja. Denn die Kinder einfach wegschürt. Aber 5000 an Dach, haben sie geschrieben, sind die Bürger. Und viele davon haben New York zu dem gemacht, was es heute ist. In Filsum halten die zwei Mädels den Laden am Laufen. Und haben offensichtlich Spaß an der Arbeit. Na Leute, schon Hunger? Hier ist ja auch schon Abendbrotzeit. Lilly und Socke genießen es, dass nicht so viel los ist und sie den ganzen Hof für sich haben. Außerdem nehmen Becky und Tatjana sich zwischendurch immer wieder Zeit zum Spielen. Die reinste Idylle. Jetzt musst du wieder hoch. Von dieser Ruhe ist New York weit entfernt. Aber darum ist man ja auch hier, um etwas zu erleben. Die Reisegruppe hat einen vollen Terminkalender. Deshalb wird am besten alles festgehalten. Bist du da schon mal gewesen? Nee, noch nicht. Warst du schon? Ja? Soll wahnsinnig sein. Ja, ja, die befummeln dich also auch überall, um dich wieder fit zu kriegen. Nur der Knochenbrecher hat was anderes als die New Yorker Skyline im Sinn. Nächster Anlaufpunkt, ein Pferdestall mitten in Manhattan an der 30. Straße. Pferde sind in der übervollen Metropole ein beliebtes Fortbewegungsmittel, ob für die Polizei oder die Touristen. In dem roten Klinkerbau sind die Kaltblüter untergebracht, die im Central Park die Kutschen ziehen. Das ehemalige Wohnhaus wurde zum Stall umgebaut. Die Pferdeapartments liegen im ersten Stock. Schätzelein, das ist auch eine Treppe, wa? Für die Gäule. Heimat, deine Mütter. Hopsala. Ja, ja, das ist okay. Familien, da sind sie ja. Cowboy ist das dienstälteste Pferd. Ziemlich verrückt. Mitten in der Riesenstadt ein ganz normaler Pferdestall. This horse has been here a long time. He's 25 years old. Ist 25 Jahre alt. And tell him if he starts to work on this horse, he's going to have to stay a week. Oh, wenn du erst einmal anfängst mit diesem, musst du eine ganze Woche hier bleiben. Ja, das glaube ich. Because there's a lot to fix. Das glaube ich. That's my horse. Oh, we are. Oh. It's Jumper. Jumper. A little horse for me.
Tja, von grünem ostfriesischen Gras können diese Pferde höchstens träumen. Ja, mal gucken. Richtig schweres Warmblut. Komm, back. Der Knochenbrecher ist zwar nicht zum Arbeiten hier. Ist groß. And that horse is about 18 years old. 18. And what is the name of the other? Lucky. Lucky. He's oh, lucky to be here. Oh, that's lucky. Oh, yeah. That's very good. That's lucky. Yeah. 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 Oh. Yeah. Aber irgendwie juckt's ihm doch in den Fingern. Auch so ein Schwerer, das ist wieder einer für Focky. Lieber auf mir, was willst du dafür haben? What you call the old Oldenburg, der ist gut. Hier, this color. Focky has this love for the... Look, you. Yeah. This color is yellow. It's gelb. Siehst du hier? Yellow? A little bit slightly yellow. That is ein Problem für Selen. Okay, selenium. Yes. The color mass rosé. Ein kleiner Tipp kann ja nicht schaden. Und jetzt wird weiter an der Mission gearbeitet. Ob irische Stallbesitzer oder New Yorker Kaltblüter, in den Genuss deutscher Lieder kommt in diesen Tagen jeder, der den pfiffigen Sieben und ihren Begleitern begegnet. Damals vor unendlich langer Zeit, da machten wir Friesen am Wasser uns gleich. Die Tage gingen wie Saus und wie Braus, aber bereit sind wir Friesen auch heute noch auf. An der Nordseeküste, am norddeutschen Strand, sind die Fische im Wasser. Schnitzel ist momentan nicht gut drauf. Kein Wunder, Carmen ist schließlich nicht da. Oder? Die drei Ks. Schnitzel, pass auf. Kraulen, Kuscheln, Käse fehlen zum Glück. Wenigstens gibt's jetzt was zu futtern. Aber echte Begeisterung sieht anders aus. Was ist das, ein großes Schwein? Fast so groß wie Ponys. Auch in New York braucht man jetzt Stärkung. Sieht ja auch nicht so schlecht aus, das ist wie so ein Quiche. Muss ich mal kicken. Erst mal gucken, was los ist. Hoffentlich ist was für Tamme dabei. Das sieht gut aus. Ein Glück, aber was jetzt nehmen? Genau. Einfach den anderen anschließen. And one coffee, please. Damit kann man nichts falsch machen. Milk, yes, and sugar. Klappt doch wie am Schnürchen. Oder wie der Amerikaner sagen würde, it goes like a clockwork. What is it? Menno ist offenbar nicht zufrieden. What is that? Ohne Worte. So. Der XXL-Ostfriese überrascht mit Insiderkenntnissen. So, ganz nach achten und dann wird die Tür rein klappt. Oh, Schatz, du bist ja voll drauf. Knaller. Ja. Schmeckt das? Hallo. Ja. Was hast du denn? Kauf dir Kassotten gesogen. Ohne Zucker nicht zu genießen. Ich habe in meinem Leben an dir so einen scheiß Kopf gesogen. Oh je. Da hat man ihn so eindrucksvoll geöffnet und dann schmeckt er nicht. Ich wollte Joghurt sagen, du musst du diese denn nochmal wieder runternehmen. Nee, das ist ein Mischverhältnis, muss ich sagen. Na gut, an den echten Insider-Tricks wie Joghurtbecher öffnen muss Tamme wohl noch arbeiten. Aber dafür ist heute keine Zeit mehr, denn die nächste Aktion ist bereits in Planung. Nimm mal also in die Nähe. Da sich New York nicht jeden Tag von seiner Sonnenseite präsentiert und Reiseleiter Wolfgang den nächsten Ausflug erst für den Nachmittag angesagt hat, muss man sich irgendwie die Zeit vertreiben. Kein Problem in einer Stadt, die so viel zu bieten hat. Doch anstatt zum Beispiel zum Empire State Building zu gehen, zieht der XXL-Ostfriese es vor, Lokalkolorit zu schnuppern. Und wo könnte man das besser als beim Friseur? Oh, ich habe keine Ahnung. Das wird sich gleich ändern. Hello, you big man. Fängt schon mal gut an.
verstehe gar nicht, warum Carmen das nicht so kann. Das ist ja unglaublich. Ja, eigentlich komisch. Oh, okay. Carmen, schau dir das mal ein bisschen an. Schau dir das mal ein bisschen an. Wir gucken gleich uns ein Buch an. Da sind Frisuren für Männer drin. Aussuchen können wir dahin. Ja, such mal eine Frisur aus. Ja, aber mal kurz. Wollen wir mal eben gucken. Hm. Oh, wie er aussehen könnte. Könnte. Aber schicke Männer, ne? Ja, ein paar sind da wobei, ne? Da ist nichts dabei, Tamme. In diesem Buch ist nichts dabei. Pech gehabt. Nicht einschlafen. Die Gefahr droht tatsächlich. Ihr Löwen fangen an zu schielen. Oh. Schätzelein. Wonderful. 1A Service. Okay. So. Komm ich. So, das Grau hättest du gar nicht rund kriegen. Ein Schnacker, echt. Hallo, how are you? Hallo. How do you like me to cut your hair? Very short. Very short. Very short, okay. Any particular style? But that's in Wallet. Any particular style? Yeah, this one here. Yeah, come back. How about and the top? This. And you make it spiky on the and top. And the rest? Short, 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 short. Everywhere. Let's go. Okay, short. Very good. Man versteht sich. So ein Doppelkind, das ist ja die Erotik in die Olle. Schätzelein. Aber ich gehe scharf. Sie gibt sich Mühe. Das kann man so sagen. Jawohl. Jetzt noch die Feinheiten. Das verdammt luder Ding. Und dann gibt's noch einen speziellen Service. Very American. Oh. Ein letztes Styling und fertig ist ein gestriegelter Tamme. Okay. Very good. Thank you very much. Ich habe jetzt hier U-Bahn-Karten. Jetzt kommt eine ganz wichtige Erklärung. Ja? Jeder bekommt eine solche Karte. Ja? Darauf sind 4 Fahrten. Ja? Man benutzt diese Karte, indem man sie erstens aus dem Plastik auspackt. Ja? Ach. Ja, ich habe schon andere Sachen gesehen. Und dann zweitens zieht man sie durch Automaten, die ihr dann kennenlernen werdet. Ja? Und das Problem bei dem Durchziehen ist, dass man das weder zu schnell noch zu langsam machen darf. Die Geschwindigkeit ist wichtig. Viel zu langsam. Viel zu schnell. Ja? Wackeln, auch schlecht. Ja? Also, zügig, beherzt, ja? Denkt daran, beherzt durchziehen, ja? Okay, gut, das ist meine und die anderen verteile ich gleich. Ich krieg nicht mal das Ding auf. Na, Tamme, gut aufgepasst? Ja. Nicht zu schnell und nicht zu langsam. Das wird richtig spannend, denn in New York mit der U-Bahn zu fahren ist immer ein Erlebnis. Und mit einer 50-köpfigen Reisegruppe, die sich nicht verlieren darf, wird sogar ein echter Krimi. Muss ihn lesen, wieder. Nee, muss noch die. Ja, ist richtig so. Aber da brauchst du nicht, die haben doch nicht durchgestanden. Langsamer oder schneller? Beherzt. Beherzt. Du musst schneller. Das war zu langsam. Oh, ging. Na, Tamme, wie war das? Da nützt ja nichts mit Dürren loben. War das schnell oder was? Was? Mit der Karte zu langsam? Menno hat's geschafft. 7 Züge später ist auch Tamme drin. Ja, aber in Amerika läuft das auch langsamer. Echte Ostfriesen-Logik. Ach du Scheiße. Hier komme ich gar nicht rein. Und rein, rein.
alle rein. So, Wally, spring rein. Wir gucken nach. Hoffentlich. Kommt ihr hier mit her? Sorry. Komm schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Tamme rein. Rein mit euch. Perfekt. Mit einem Rudel Ostfriesen quer durch New York zu reisen, erfordert wirklich Nerven. Gut, dass Reiseleiter Wolfgang so erfahren ist und die Probleme schon im Voraus ahnt. Das Ziel der Bahnfahrt ist übrigens Brooklyn. In Filsum ahnt man nichts von den Strapazen der Großstadt. Hier hat man genug andere Aufregung. Wie, nur einmal? Zum Beispiel versucht irgendjemand, Schnitzels Hütte zu zerlegen. Das Schwein wird doch nicht vor Kummer durchdrehen. Pass auf. Nee. Zweimal und dann ist gut. Hermann, du Unhold. Das müssen wir nach unserem Chef mal erzählen, ey. Die arme Schnitzelhütte. Also wirklich, Hermann. Die Tür fliegt bald raus. Und der Grund für den Krawall? Die Marlene hat wieder. Die sieht mir tragend aus. Ja, kommt wohl hin. Oh, Hermann, hast du es wieder hingekriegt? Hermann, komm mal her. Hast du es wieder hingekriegt, Stinker? Du musst lieb sein, Stinker. Ich hab's mir fast gedacht. Soll ich kommen? Muss Schafsmama erstmal wieder kommen? Ja, du kannst ihn auch nicht bändigen. Das macht er trotzdem. Komm. Boah, ist das nass hier. Piesel dich. Boah. Pass auf, in dem Landlauf. Ey! Hallo? Hermann ist ein Sack. Hermann schiebt Frust, weil Marlene ihn nicht mehr ranlässt. Du spinnst ja, aber ich habe ein gutes Mittel, dass er es nicht macht. Du spinnst ja wohl. Wie bist du denn drauf? Ja, jetzt ist er aber brav. Jetzt tut er nichts mehr. Er wehrt sich zwar ein bisschen, aber ich habe keinen Bock, dass er mich noch weiter im Bock. Wegkomm, los, los. Das ist jetzt aber auch entwürdigend. Einfach so an die Hörner genommen. Das ist so ein voller Vollidiot. Der da war Kraft, du. Hermann! Muss nicht. Geh mal zu deinen Weibern. Von Brooklyn aus hat man einen fantastischen Blick auf die Skyline von Manhattan. Und dank Wolfgang hat die Reisegruppe dieses Ziel sogar geschlossen erreicht. Diese Aussicht muss festgehalten werden. Gib mir noch mal den Apparat, da können wir beide mal drauf. Vor der Kulisse sieht sogar der XXL-Ostfriese richtig klein aus. So, jetzt aber alles geben und vernünftig lächeln. Jawohl, wunderbar. Noch eins von hier. Einmal schön lächeln. So ist gut. Wunderbar. Hervorragend. Dieser einmalige Blick auf die Metropole war ein Ziel. Ein anderes ist der Besuch bei Pastor Josef in seiner Gemeinde in Brooklyn. Der deutschsprachige Südafrikaner ist seit 3 Jahren in New York und hält regelmäßig Gottesdienste auf Deutsch ab. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Danke. Du bist der Pastor, ne? Ja, ich bin schon Pastor. Springbok Pastor, ja. Ja, guten Morgen. 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 Meet and greet bei Kaffee und Schnittchen. Das ist ein bisschen O-Saft. Also, ich heiße euch nochmal herzlich willkommen bei uns. Nach der aufregenden U-Bahn-Fahrt wird der kleine Snack im Gemeindehaus in Brooklyn gerne angenommen. Und der Knochenbrecher ist heute Morgen sowieso nicht satt geworden. Aber das ist schon nett, dass wir hier angeladen sind nach ihm, ne? Ja. Pastor Josef hatte in seiner Heimat Südafrika auch selber Pferde. Aber die konnte er nicht mit nach New York nehmen. Ich vermisse mein Pferd. Ja, das glaube ich. Aber in New York kann man das nicht hier haben. Da ist kein Platz. Ja. Wenig. Also ich will mal sagen, wenn ich auf die Welt komme als Kutschpferd, nicht in New York. Nee. Habe ich auch schon gesagt. Wir wollen es mal so sagen, nicht? Die Weite, das Große fehlt einfach, nicht? Davon hat Ostfriesland mehr zu bieten. Und mit einem Kaliber wie Jumper kann man sogar in New York punkten. Obwohl das doch die Stadt der Superlative ist. 16, 17, 1,78 Meter. 1,78 Stock. Was ist das in Hands? Das war nicht. American Style. 178 Zentimeter. 178, ich bin, ich,
bin 189, so ja. Ja, ja. Oh, das ist kein Pferd, das ist ein Nilpferd. Riesig, aber schön, wirklich lieb. Aber wenn er da steht, das ist mächtig. Jumbo. Jumbo, ja. Aber gehorsam oder nicht? Jumbo. Total. Er trinkt Bier und liebt Salamibrötchen. Wie kommt man jetzt den Sprung von Südafrika hier nach Amerika rüber? Das ist ganz interessant. Ich hatte in meiner Gemeinde in Südafrika Leute, die Bekannten hatten in Kanada. Und sie haben gesagt, ja, der Josef ist da, der spricht doch Deutsch und Englisch. Ja. Dann haben sie mich angerufen und gesagt, ja, hast du Lust? Da habe ich gesagt, New York, nicht eigentlich. Aber habe ich gesagt, wenn der liebe Gott das will, dann wird das schon passieren. Aber ja, ich bin hier, ohne Pferde. Ohne Pferde, aber dafür mit den pfiffigen 7, beziehungsweise 5. Meine Heimat, wo die hohen Deiche sind, ist die Heimat meiner Ahnen. Pastor Josefs Textunsicherheiten werden technisch unterstützt. Tammel hat's im Blut. Meine Ahnen, ich bin ein das Friesenkind. Und die Wanne fließt nach Norden, wo die Böden wehen im Wind. Ist die Heimat meiner Ahnen. So schön die Heimat ist, ein letzter Abend in New York will noch bewältigt werden. Um sich noch einmal so richtiges Großstadtfeeling einzuverleiben, haben sich Tamme und Co. auf den Times Square begeben. Hier kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit etwas erleben. Und man sieht Dinge, die man nicht so schnell wieder vergessen wird. Ein Abenteuerspielplatz für Große. Mit allen möglichen Verrücktheiten. Aber irgendwann reicht's auch. Das ist ein Luschenkram.